Die Haare fallen hier komplett aus. Und ich bin nicht mal in der Stillzeit. Alex räumt die Garage auf und nimmt euch dabei mit. Hast du schon begrüßt? Nein, noch gar nicht. Okay, ja. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich in der Garage und eigentlich war es geplant, dass ich hier für den Hund draußen aufbaue. Wir haben so eine Hundehütte und so einen kleinen Auslauf quasi. Und aber ganz ehrlich, ich habe irgendwie so keine Lust gehabt. In der Garage wartet auch verdammt viel Arbeit auf mich und deswegen, ich will das unbedingt fertig haben hier. Das juckt mir so unter den Fingernägeln. Ich habe hier schon ganz viel Pappe weggebracht. Befindet sich alles im Bulli. Der Bulli ist komplett voll wieder. Ja, was mache ich? Ich habe wieder ein bisschen umgestellt. Und zwar, wie man hier sieht, habe ich das Regal von da hinten, das Stückchen, nach rechts gestellt. Hier ist unser Spiegel. Muss auch noch eingebaut werden. Aber da muss ich erstmal noch Montagekleber kaufen für. Das kann ich leider noch nicht einbauen. Ich habe hier so einige Fahrradständer gekauft. Aus dem Grund, weil die ganzen Fahrräder, die stehen hier mitten im Weg und das ist so, das verbraucht viel Platz und man ist hin und her im Rangieren mit den Fahrrädern. Man braucht hier eine gescheite Ordnung. Normalerweise wollte ich die ganzen Fahrradständer an diese Wand montieren, aber es ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, diese Wand ist nicht dafür geeignet. Die ist verkleidet mit irgendeinem Dämmstoff. Auf Dämmstoff kann ich leider nicht diese schwere Last hängen. Da bräuchte ich so spezielle Dübel für, aber da habe ich echt keine Lust drauf. Das ist keine gescheite Lösung, weil irgendwann bricht mir das alles ab. Hier ist noch alles ein bisschen chaotisch, aber das wird sich gleich alles richten. Ich werde, wie gesagt, das erste Fahrrad hängt hier schon, das sieht super toll aus. Habe ich hier noch so eingestellt, noch ein zweites, das kommt hier oben drüber, da wird Easys Fahrrad drauf sein. Oder ich tausche das, ist mir egal, wenn Easy da, für sie ist es ein bisschen leichter, wenn sie ihr Fahrrad von unten nimmt und anstatt oben. Und hier kommt auch noch was drauf, denn ich habe da im Paket, habe ich noch was. Das ist dann für die ganzen Kleinfahrräder, für die Kinderfahrräder, habe ich solche kleine Haken, die will ich dann auch noch aufhängen. Jetzt läuft die Pumpe. Ich lasse die Kamera mal kurz laufen und schaut einfach mit. So Leute, die zweite Schiene ist jetzt auch drauf. Vielleicht sieht man das. Das muss so leicht schief hängen, weil hier ist so ein Ablaufloch für das Wasser. Ja, ich bin gespannt, wie es dann aussieht, ob es dann so alles passt. Ich schau zu, ich werde jetzt die beiden Fahrräder dort aufhängen. Die Fahrradhalterung ist jetzt eingestellt und ich finde, das sieht echt gut aus. Ich habe jetzt definitiv mehr Platz in der Garage. Ja, als nächstes, ihr habt ja gesehen, die Steckdose musste ich abschrauben, die war im Weg, die muss ich auch noch gleich irgendwie versetzen. Aber bevor ich das mache, würde ich sagen, mache ich hier die Halterung für die Kinderfahrräder dran. Ja Leute, mein kurzer Zwischenstand. So sieht das Ganze aus. Genau, hier für die Kinderfahrräder habe ich mich für so eine kleine Wandhalterung entschieden. Das Ganze sieht dann so aus. Eine Halterung habe ich noch, aber ich habe leider nicht mehr so viel Platz. Und zwar hätte ich hier noch so ein kleines Fahrrad von Pauline und so ein so ein Laufroller von Leona. Und da könnte man noch zwischenstecken. Dann habe ich hier ein bisschen wenig Platz, um die großen Fahrräder rauszunehmen. Und die großen Fahrräder brauchen wir öfters als so ein kleines Fahrrad. Deswegen lasse ich das, glaube ich, erstmal so. Ich habe hier deutlich mehr Platz, auch wenn es nicht danach aussieht, aber es ist wirklich mehr Platz jetzt hier in der Garage. Da diese ganze Fläche hier. Ja, muss auch alles aufgeräumt werden und ich gehe jetzt auch rein. Es ist jetzt auch, ich kann jetzt leider nicht weitermachen. Isabeau möchte mit den Kindern oben spielen und der Hund jault, wenn er alleine unten ist. Deswegen muss einer sich mit dem Hund nicht beschäftigen, aber quasi einfach nur da sein, dass er dann nicht meckert. Ich würde mal sagen, ich mache nächstes Mal weiter. Ist nicht schlimm, nicht tragisch. Das läuft mir ja nicht weg, die ganze Arbeit. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Oder ich gebe die Kamera Isabeau. Mal schauen, ich spreche. Wir sprechen uns gleich ab. Bis gleich. Hi zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir sind im Kinderzimmer. Ja, es ist der nächste Tag.
Alex hat... Ah, bleib da schön sitzen. Alex hat gestern die Garage aufgeräumt, beziehungsweise die Fahrradanhänger angebracht. Bruno lehrt aktuell, dass er auch oben ist, wenn wir oben sind. Wir wollen ihn unten nicht alleine lassen aktuell, weil er dann fiebt und Trennungsschmerz hat. Das möchten wir nicht. Deswegen hat er immer ein Plätzchen hier oben im Obergeschoss, darf aber nur dann da liegen bleiben und soll hier nicht rumlaufen in den Kinderzimmern, weil ja hier liegt viel kleine Teile rum, viel Spielzeug. Ich war gerade duschen, der Bruno hat ganz lieb auf seinen Platz auf mich gewartet im Badezimmer. Im Anteilzimmer hat er auch brav gewartet, also das läuft richtig, richtig gut mit ihm. Wir haben noch ein bisschen Probleme beim Gassi gehen. Das mag er noch nicht so. Jetzt bleibt dann sitzen etc. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ansonsten ist er ein sehr, sehr lieber Hund und er will überall dabei sein. Er ist sehr auf uns fixiert. Was macht Mama jetzt? Ich räume jetzt das Spielzeug hier aus. Ansonsten hier haben wir immer ein Handtuch. Wenn wir zum Beispiel mit den kleinen Zähneputzen gehen, nehmen wir das mit, legen das vor die Tür. Dann weiß er, dass er da drauf sitzen bleiben muss. Und das machen wir nicht, um ihn zu ärgern. Ganz im Gegenteil, ein Hund braucht Regeln und eine liebevolle, konsequente Erziehung. Und er kriegt er hier bei uns. Okay, auf jeden Fall meine Aufgabe wird es heute sein, yes, das Spielzeug hier auszuräumen, umzuräumen, einiges in die Garage zu packen, weil es einfach zu viel ist. Schatz, vorsichtig, fall nicht runter. Schön langsam. Ein Kaffee. Yes. Yes. Bruno ist jetzt hier und ich wollte mal die ganzen Bücher einräumen, die ganzen Kisten sortieren, weil hier ist wieder so eine Unordnung drin. Guck, die habe ich schon gesucht. Und hier liegt nichts mehr, wo es sein muss. Und dieses Puzzle hier, das muss ich leider entsorgen, weil das nachts immer losgeht und das Schiff fängt einfach an zu hupen. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Puzzle. Es ist wie ein Wecker. Ich werde es auch nicht verschenken oder so, weil, wie gesagt, es soll auch keine anderen Kinder wecken. Ja, die ganzen Kisten werde ich jetzt erstmal hier sortieren. Die Sachen, die wir nicht mehr brauchen oder aussortieren für in 3 Monaten, kommt aufs Bett. Hier ist genug zu tun. Ich lege mal alle Kisten auf den Boden, dann kann ich euch zeigen, was hier alles hier drin ist. Ja, überall liegen Bücher und auch diese Activity-Bücher drin, die finde ich wunderschön. Ein paar wollte ich fürs Baby aufbewahren und ich werde auch einige davon verschenken. Eisenbahn, noch mehr von den Büchern. Ihr könnt es sehen, auch sehr viel. Hast du nicht hingehört? Das gehört zu Paulines Zimmer. Guck mal, Pauline, deine Elsa. Ich. Pauline wird morgen übrigens 4 Jahre alt. Na, dann kriegst du eine Elsa-Party. Guck mal, hier ist auch deine Elsa. Jetzt ist gerade der Ball unter das Bett verschwunden. Jetzt muss Pauline das wiederholen. Puppensachen und Einkaufssachen und Puzzle. Ja, das muss man jetzt einfach mal aufräumen. Ja, die Kisten sind schon mal leer. Hier, die fehlen noch. Ist ein bisschen schwierig mit Kindern, ne? Ja, dann leg das in dein Zimmer. Alles, was dir gehört, in dein Zimmer. Dann schauen wir, da hat dein Zimmer auch noch durch, ne? Ein paar Sachen werde ich auch schon ins Babyzimmer bringen. Sowas zum Beispiel. Aufbauen? Ja, gleich. Papa kommt, der spielt mit euch und Mama räumt auf. Das wäre doch was. Ich muss jetzt mal gerade meine Haare föhnen. Mein Bein ist eingeschlafen. Das tut so weh. Ich zeige euch mal kurz einen kleinen Zwischenstand. Ja, die Kinder waren halt auch in der Zwischenzeit immer mal wieder hier. Bruno ist gerade unten Pipi machen mit Alex. Und ich habe mich jetzt durch die Schubläden gekämpft. Es liegt überall noch so Kleinzeug rum, das muss ich noch einsortieren. Das kommt mit ins Babyzimmer, genauso wie dieses Stoffbuch. Ich weiß nicht, was ich mit den Pixie-Büchern machen soll. Die Kinder lesen das überhaupt nicht, schauen die sich auch gar nicht an. Vielleicht schenke ich das der Kita. Dann haben wir jetzt hier die Stoffbücher drin. Hier unten auch. Dann alles voll mit ihren Lieblingsbüchern. Pepperwoods ist immer noch hoch im Kurs. Die müssen auch hier bei Frieda bleiben. Ich habe jetzt immer 2, 3 Bücher pro Kiste reingetan, damit sie da auch selber dran kann. Könnt ihr mal schauen. Da oben ist noch, hier sind noch ihre Kurzgeschichten von Leo Lausemaus. Genau. Und Pepperwoods Buch, das große, steht hier in der Seite. Es ist schon mega abgeranzt, aber Frieda liebt dieses Wimmelbuch. Und deswegen bleibt das natürlich da. Die ganzen Bücher sind für Pauline. Das sind Leo Lausemaus und Meins, Nein, Meins. Alles Geschichten, wo man von lernen kann. Ja, diese ganze Ecke muss noch aussortiert werden. Aber ich gehe jetzt erstmal
meine Haare hübsch machen. Und das muss auch zu ihren Büchern. Ich fange schon wieder an zu frieren. Also ich bin ja eh total kälteempfindlich in dieser Schwangerschaft. Aber ich bin morgen in der 20. Woche. Also morgen ist Halbzeit. Krass. Heftig. Man sieht es doch nie, oder? Ich hoffe, heute kommt mein Paket. Ich habe bei Douglas was bestellt. Und dann wollte ich auch noch das Badezimmer leer räumen. Ich finde meine Haarbürste nicht mal Dingle-Teaser. Kenne ich jetzt vorsichtig mit dem Stehkamm durch. Oh mein Gott. Nicht hier spielen, Schatz. Hier ist kein Spielzimmer. Ich zeige euch jetzt gleich mal unsere Badezimmer-Schubkästen. Da muss ordentlich aussortiert werden. Deswegen habe ich, wie gesagt, bei Douglas auch einige Sachen bestellt, damit ich einfach Unnötiges rausschmeißen kann. Mit manchen Produkten bin ich nicht zufrieden, die ich aktuell benutze. Ich habe zum Beispiel keine richtige Tagescreme. Ich benutze einfach die Fair-Creme. Und ich glaube, meine Haut kann noch mehr Feuchtigkeit gebrauchen. Ja, meine Haare. Meine Haare sind aktuell eine Katastrophe. Ich kriege auch, jetzt könnt ihr mal schauen, nicht erschrecken. Ich kriege richtig krasse Geheimratsecken. Die Haare fallen hier komplett aus. Und ich bin nicht mal in der Stillzeit. Oh Mann. Ich mache mal eine Klammer rein. Ich muss meine Augen noch abschminken. Normalerweise hatte ich so einen krassen Haarausfall, als ich dann in der Stillzeit war. Aber nie in der Schwangerschaft. Normalerweise hatte ich immer voll das schöne Haar in der Schwangerschaft. Aber jetzt ist eh alles anders und ja, alles fällt raus. Genau, ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie das hier unten einfach aussieht. Ne? Das ist eine Katastrophe. Hier sind Produkte drin, die wir gar nicht benutzen. Das werden wir aussortieren, verschenken. Wie auch immer. Und ich will hier einfach Ordnung machen und nichts unnötiges Zeug hier haben. Das hier benutze ich jetzt erstmal. Das ist auch ganz gut zum Abschminken. Und das ist mein Schwangerschaftsöl, was ich aktuell benutze. Körperöl von Alverde. Finde ich gut. Also ich habe ganz trockene Haut am Bauch. Dann creme ich mich damit immer ein. Ich benutze jetzt einfach mal diese Tagescreme. Weil sie da ist und aufgebraucht werden muss. Das ist, glaube ich, aber auch eine Nachtcreme. Weil sie sehr reichhaltig ist. Aber egal. Wie ihr merkt, keine Ahnung. Wir dürfen mich nicht als Vorbild nehmen, was Kosmetik und Hautpflege angeht. Ich habe da seit Jahren noch nichts Passendes irgendwie gefunden. Aber wie gesagt, auf Empfehlung hin habe ich jetzt von euch mir Pflegeprodukte gekauft, die auch echt nicht günstig waren. Von Clinique zum Beispiel. Ich zeige euch das, wenn die Sachen da sind. Aber wie gesagt, das wurde mir empfohlen und ich vertraue auf euch in eure Empfehlung. Es geht doch nicht so gut damit. Ich glaube, ich muss jetzt sogar schon runter Mittagessen machen. Morgen wird Pauline auf jeden Fall schon 4 Jahre alt. Das heißt, wir müssen heute Geschenke einpacken, alles vorbereiten, heute Abend schmücken. Sie kriegt eine Elsa-Party. Ich muss mich jetzt erstmal um die Kinder kümmern. Ich werde jetzt erstmal Mittagessen vorbereiten. Und dann mache ich später hier weiter, ne? Nützt ja nichts. Ich muss ja hier Ordnung schaffen. Weil wenn hier weniger Spielzeug ist, ist auch weniger Unordnung. Beziehungsweise muss man weniger aufräumen. Dadurch, dass jetzt alles grün ist bei uns, haben wir extrem viel Schatten im Vorgarten, was wunderschön ist für die Kinder, wenn die Trampolinen springen und so, dass nicht so die Sonne drauf scheint. Hier, unser Robby ist im Flur am Wischen, deswegen stehen die ganzen Möbel im Flur. Alex trainiert gerade mit Bruno, sehe ich. Die Wäsche ist gewaschen, muss hoch. Achso, und Alex trainiert gerade die Pfeife. Genau, wir rufen ihn immer mit der Pfeife und das klappt so gut, wir festigen das Ganze gerade. Und er baut den Auslauf auf. Alle sind fleißig, dann will ich auch mal fleißig sein. Ich werde Mittagessen kochen, es ist nämlich schon 10 Uhr. Und ich habe ganz viele Pakete im Flur. Ich habe euch so viel zu zeigen in diesem Video. Ich glaube, das wird ein langes Video. Was auf jeden Fall schön wäre, weil ihr liebt ja lange Videos. Ich gucke jetzt mal gerade, was ich zu essen mache. Ja, ich mache, glaube ich, Köttbullar, das essen alle Kinder gerne. Gestern haben wir Halloumi-Burger gemacht, der war auch mega gut. Wir machen heute Köttbullar. Da muss ich euch, glaube ich, nicht mitnehmen. Das sind ganz normale Hackfleischbällchen mit Gurkensalat und Kartoffeln. Damit fange ich so eine halbe Stunde an. Das heißt, ich mache jetzt eben noch schnell die Pakete auf. Euch interessiert das ja immer, was wir so geschickt bekommen und was ich bestelle. Ich hoffe, der Robby stört euch jetzt hier nicht. Schaut mal.
Der ganze Flur steht voll. Ich freue mich, wir haben die Swing to Sleep ausgeliehen für unser Baby. Genau. Das muss ich jetzt auspacken, da sind Paulines Geschenke drin. Und hier sind Paulines Geschenke von Oma und Opa. Oh Gott, Doppelkind ist grüßen. Solange die Kinder beschäftigt sind, mache ich das mal eben schnell. Ich schau mal eben rein, was der Opa geschickt hat. Und die Oma. Wollt ihr mal mit uns reinschauen? Also Oma und Opa schicken immer ganz viele Süßigkeiten. Yay, die lieben Känguru-Chips, wie man sieht, unsere Kinder. Welche Kinder mögen Kängurus nicht? Oha. Oma ist wieder gut geweint. Süß. Meine Eltern wissen genau, was Alex schmeckt. Kokosflocken. Ganz viele Überraschungseier, die gehen natürlich auch immer. Sind super fürs Belohnungssystem. Ja, die liebt Leona. Pauline, Leona und Frieda, das dürfen sie morgen auspacken. Oma schickt auch immer für andere Kinder noch was hin. Dieses Mal auch wunderschön eingepackt. Für Frieda ist wie gesagt auch ein kleines Geschenk dabei. Nochmal für Pauline. Und Leona kriegt auch ein kleines Buch, wie es sich anfühlt. Kommt erstmal weg. Und die Linda hat für ihr Patenkind noch was geschickt. Und zwar von Paw Patrol ein paar Sachen. Ich hatte ihr gesagt, dass sie auf Paw Patrol steht. Dann haben wir einmal hier so ein Spray-Set für Pauline. Das muss ich alles noch einpacken. Manche Sachen konnte man nicht verpackt schicken, hat Linda gesagt. Und ein Malbuch. Sehr, sehr cool. Und ein eingepacktes Geschenk. Ich glaube, das sind die Paw Patrol Autos, weil die hat sie noch nicht. Metallautos. Eine Stickerbox, wie cool. Linda, die wird sich so sehr freuen. Du hast nicht übertrieben. Nein, du hast überhaupt nicht übertrieben. Linda hat schon gesagt, nicht wundern, es sind ein paar Geschenke mehr geworden. Danke, so süß. Sie wird sich so freuen. Ich werde das gleich alles einpacken. Ich werde auf jeden Fall morgen auch die Kamera mitnehmen. Auf Paulines vierten Geburtstag. Ich Geburtstag filme immer. Ich speichere auch die ganzen Videos unzensiert ab für uns. Wartet mal, mit Kamera klappt das nicht. Wäsche läuft, nicht wundern. Hier kommt auch kein Kind rein. Also es sind viele Geschenke dieses Jahr für Paulina. Aber es sind halt viele kleinere Sachen. Das haben wir ihr gekauft. Sie liebt Super Wings auch aktuell. Das sind solche Figuren, die kann man halt zum Flugzeug umbauen. Einmal Dizzy und Jet. Jet ist ja die Hauptfigur. Und sie liebt immer noch Elsa, deswegen hier von Duplo so ein Elsa-Set. Das müssen wir noch einpacken. Und von Alex' Bruder gibt es hier noch eine Toni-Box. Nicht Toni-Box, sondern sag mal schnell eine Toni-Figur. Da habe ich was zu tun. Der Osterhase steht hier übrigens immer noch. Dann habe ich für unser viertes Wunder den Donut bestellt. Ich weiß nicht, die Leute, die mir richtig lange folgen, wir hatten den bei Pauline schon. Das ist eine Babyschale auf Rädern. Keine Werbung, die ist selbst bezahlt und gekauft. Die ist nicht günstig. Aber wir lieben die so. Wir hatten die bei Pauline schon. Das ist jetzt hier die neueste Version. Das ist eine Babyschale, aber auf Rädern. Und das ist so super praktisch. Ich freue mich schon sehr, diese Babyschale benutzen zu dürfen. Die ist auch super zum Fliegen. Braucht man nicht extra einen Kinderwagen und so. Richtig, richtig gut. Und ich habe mich für Grün entschieden. Grün geht für Mädchen und Junge. Und ich finde, Grün ist einfach eine wunderschöne Farbe. Passend dazu habe ich auch die Station fürs Auto gekauft, dass man dann einfach so draufklickt. Genau, und die Swing to Sleep haben wir bestellt. Die wollte ich noch im Babyzimmer oder Schlafzimmer aufbauen. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun. Aber die Sachen müssen auch dann ausgepackt werden, ins Babyzimmer gestellt werden. Babyschale ist das Erste, was ihr braucht, wenn ihr aus dem Krankenhaus oder Geburtshaus entlassen werdet. Außer ihr habt eine Hausgeburt. Aber ihr müsst ja auch irgendwie zum Kinderarzt kommen, ne? Hier sieht es ein bisschen chaotisch aus. Wir haben die Tage, wo es so kalt war, das Sofa vor den Kamin geschoben und Kamin angemacht und haben hier gechillt. Das war so schön, den Sessel davor. Deswegen sieht es jetzt hier ein bisschen leerer aus. Und die Frieda hatte gestern noch Fieber, es geht ihr wieder viel besser. Deswegen haben wir viel auf dem Sofa auch gekuschelt. Es war eine Empfehlung von euch, dass man quasi so einen Auslauf für den Hund kauft, wenn er diesen Vollgetrieb nicht mehr hat, dass er auch nicht weglaufen kann. Oh, der ist schon riesig, ne? Da wird er nie durchdrehen rein. Der ist viel zu hoch für unseren kleinen Hund. Der ist ja hoch. Was? Der ist riesig. Der kommt doch durch das Gitter durch. Nein. Das ist die Hundehütte. Ja, ich mache jetzt gleich mit. Ja, der will spielen. Ich werde jetzt gleich Essen machen.
Na, das ist dein Auslauf, mein Schatz. Wenn du mal nicht mehr bei uns bleiben willst, dann kommst du da rein. Waren das alle Teile? Ja. Aber es reicht doch für den Kleinen, oder? Wir werden mal sehen, ob er das überhaupt annimmt, ne? Weil der zurzeit rennt er uns immer hinterher, der kann ja nicht alleine sein. Ja, vielleicht wird das ja auch so bleiben. Aber wenn man jetzt wirklich mal schnell rein muss, dann kann man die Tür ja erstmal auf... Ich würde die Tür jetzt erstmal auflassen, dass er einfach rein und rauslaufen kann, um zu schauen. Da kann er nicht rein und rauslaufen. Doch, da ist noch eine Tür. Ja, aber guck mal, da müsst ihr ja mal umdrehen. Ja. Dann wird das funktionieren. Da kommt gar nicht über diese Schwelle. Das war die kleinste, die es gab. Ja, Schatz, er wächst ja auch noch, ne? Vergiss das bitte nicht. Das macht so riesig. Du kannst einen Rottweiler reinsetzen. Nein! Großen, das ist die Größe XS, die ich gekauft habe. Übertreib es nicht. Schau dir das mal an. Die Siebelseite. Da kann ich mich reinlegen. Schatz, übertreib es nicht. Da müssen Decken rein und Futter. Anstatt einen Pool kriegen wir ein Hundegehege im Garten. Ja. Ein feiner Kerl. Bruno! Ah! Ah! Komm zu mir, komm. Super fein. Ja, fein. Aber er hört jetzt auf dich. Guck mal, er setzt sich da brav hin. Willst du auch raus? Raus. Du möchtest auch raus, natürlich. Da kannst du Bruno gleich... Aufgaben, was? Macht Bruno ihre Aufgaben? Ja. Bruno 2 spielen. Ja, Bruno 2. Papa, da. Eine Hundehütte aufbauen für Bruno. Ich schneide jetzt meine, oder schäle meine Kartoffeln. Viele schreiben immer, die können nicht dabei zusehen, wenn ich das mache. Ich habe nämlich einen Spargelschäler, aber ich kann das nicht anders. Ich habe es noch nie gelernt, mit einem Schälmesser oder so Kartoffeln zu schneiden. Ich glaube, die Hütte ist schon fertig. Frieda ist draußen, Pauline mal wieder nicht. Pauline ist nämlich ein kleiner Stubenhocker. Mag sie nicht so gerne rauszugehen. Außer sie kann mit Kleidchen rausgehen, ohne Socken. Weil bei ihr ist immer das Problem, dass sie sich nicht so gerne dick anzieht. Und dann gibt es manchmal ein bisschen Streit. Nicht Streit, aber Gemecker. Weil sie nicht raus will und sich nicht anziehen will. Ja. Ja, sieht aus wie ein Herz, die Kartoffel. Super, danke. Legst du zurück das Tuch? Das ist Spülmittel. Das darfst du nicht, danke. Danke. Frieda hat gerade so ein bisschen hier gestempelt. Den hat sie vom Arzt bekommen. Richtig süß, so ein Teddybär-Stempel. Ist sie ganz stolz drauf, weil sie so tapfer war. Mir wurde hier ganz viel Blut abgenommen. 3 Ampullen oder so. Dann haben wir noch ein bisschen heute gestickert. Schaut euch mal diese wunderschönen Blumen an. Traumhaft. Erstell ein Quiz. Erstelle ein Quiz? Weißt du, was ein Quiz ist? Ja. Okay. So ein Lindenbaum mit 3 Fragen. Ich suche gerade Sachen. Meine Kartoffeln kochen schon und die finden sie tatsächlich nicht. Schwein und Rinderhackfleisch habe ich hier. Zwiebeln, Piment, Milch, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer. Das werde ich jetzt gleich gut durchmengen und kleine Kugelformen und die in der Pfanne anbraten. Da muss ich noch meine Champignons schneiden, mit den Zwiebeln anbraten. Das wird so eine Champignon-Rahmsoße. Ich suche gerade die Sahne, wie gesagt, ich finde die nicht. Ich habe Unterstützung bekommen. Bitte? Ich habe Unterstützung bekommen. So, ja. Im selben Öl jetzt das und das anbraten. Ich habe hier schon meinen Gurkensalat mit Sahne, Salz, Pfeffer. Hackfleisch. Ich habe extra noch für uns extra hier Petersilie geschnitten, weil auf den Kartoffeln wird das kein Kind essen. Der Gurkensalat. Lecker. Keine Ahnung, wo ist der Hund? Ich weiß nicht. So Leute, neuer Versuch. Ja, richtig blöde Situation gerade. Und zwar habe ich vorhin schon gefilmt. Und zwar habe ich für euch den Aufbau von Gehege und dem Häuschen, die Hundebox für das Auto gezeigt. Aber blöderweise ist, aus welchem Grund auch immer, sind die Videodateien kaputt. Ich habe versucht, die zu reparieren, aber die Datei lässt sich nicht flüssig abspielen. Das ruckelt an allen Stellen und das ist echt ärgerlich und doof, aber gut. Ja, jetzt wollte ich den Kevin ein bisschen aufräumen. Also wir haben das Auto die letzten 6-7 Wochen als Familie überhaupt nicht benutzt. Ich bin damit nur durch die Gegend gedüst und habe hier quasi andauernd irgendwelche Pappe weggefahren oder... Ja, die Garage entrümpelt etc. Und ja, dementsprechend sieht es so aus. Hier ist überall Sand, alles ist ungeklappt. Erstmal hier entrümpeln. Hier ist auch so viel Müll hat sich angesammelt die letzten Wochen. Da unten sind meine Masken, die benutze ich immer für, wenn ich einkaufen gehe.
Und ansonsten, wie man sieht, ist auch ganz schön dreckig das Auto. Vor allem unten die Ladefläche, es sieht richtig schlimm aus. Dann irgendwelche Scheibenreinigungstücher, Puderdose von Isabos Schminke. So, ich habe es jetzt ausgesaugt. Der grobe Schmutz ist jetzt weg. Ach, hier, schaut mal, da sind die Geschenke für Pauline. Die hat morgen Geburtstag und müssen heute noch Geschenke packen heute Abend. Ist ziemlich warm hier drin. So, ich habe jetzt einen Eimer Wasser und Soda nehme ich hier gerade für den Boden. Da kriegt man, glaube ich, ganz gut die ganzen Flecken weg und ja, das sollte schon reichen. Ja, die Sitze und die Armatur, die mache ich einfach mit rein Wasser. Ja, das ist die Hundebox von Bruno fürs Auto, ne, damit er auch sicher unterwegs mit uns ist. Die kommt gleich ins Auto, deswegen macht Alex das Auto auch sauber. Ja, da kommt der Bruno rein, ne? Und wir haben das Gehege von Bruno aufgebaut und die Hundehütte für den Sommer. Ne, wenn du mal irgendwann nicht mehr hörst, dann, Bruno, kommst du da rein. Eine schöne Hütte, Wasser hat Bruno. Aber aktuell ist er noch immer bei uns und läuft nicht weg, ne? Vielleicht bleibt das sogar so. Komm, Schatz. Ich finde, das sieht ein bisschen müde aus, mein kleiner Knoll. Vielen Dank für die Empfehlung mit dem Hundeauslauf. Ich glaube, das kann einen viele Sorgen nehmen, wenn der Hund dann wirklich wegläuft und in die Pubertät kommt, ne, und geschlechtsreif wird und irgendwas riecht. Wir haben ja auch 2 Hunde, glaube ich, in der Nachbarschaft. Und ich finde das auch total schön unter dem Baum. Sieht sehr gemütlich aus. Er hat dann seinen Schattenplatz in der Hütte. Ich denke auch gerade im nächsten Sommer, wenn das Baby dann da ist, ne, wird das Baby ja auch mal hier rumkrabbeln. Das ist schon praktisch. Bonusbox fürs Auto, ne? Da muss Auto fahren lernen, weil wir fahren ja viel zur Familie. Sobald die Corona-Zeit vorbei ist, fahren wir viel und lange Auto und der Bruno muss da sich dran gewöhnen. Fahren? Ja. Ja, ich weiß. Ich will auch zu Oma und Opa fahren, aber das geht nicht. Was ist denn da los? Wer hat sich denn da hingelegt? Hm? Hallo Frieda. Ist das jetzt deine Hundebox? Ja. Ja? Willst du mit mir spielen? Kinder haben Spaß mit der Hundebox. Das ist Brunos Box, deswegen schnüffelt er. Lass ihn ruhig mal schnüffeln. Ich mag langsam so. Ja, langsam. Ist ja echt super leicht, ne? Stellte dir mal hin, die Kinder sperren sich die ganze Zeit da drin selber ein. Die kriechen da rein und spielen Hund und die machen sich sogar da drin zu und alles. Als ob wir in Urlaub fahren, dann machst du das Auto auch immer so sauber. Ja, okay. Das Gefühl hatte ich auch eben. So, hier rum, so rum. War gut, dass man sowas hat. Jetzt musste man immer so jeden Tag 5 Minuten mit ihm fahren, ne? Leckerlis. Weil der gestern gemeckert hat, ja. Ja, wir waren gestern beim Tierarzt. Hast du schon erzählt, wie groß er ist? Wie viel? Nee, ich habe einen Geist. 790 Gramm? Nee, 730. 730 Gramm wie ich da. Süß. Okay, gesund, verhält sich gut. Ist nicht ängstlich, weil es aber auch nicht zu offen aufgedreht. Der hat jetzt quasi so ein Spray noch bekommen, also gegen Zecken und gegen Flöhe, weil alles andere darf er nicht. Man darf erst 1,5 Kilo ausgeben. Oh Friedi, ja, nein. Ist er noch zu klein. Trink Wasser. Wasser und Kinder, ne? Wo ist die Bedienungsanleitung? Wollte ich mir nochmal angucken. Aber ich glaube, man stellt das einfach so hin, das war's dann jetzt. Und bald haben wir so eine riesen Hecke an Bäumen und Pflanzen. Der Gärtner kommt übrigens in 2 Wochen und dann geht's hier los. Ich freue mich auf die Veränderung. Da werden die Beete angelegt, der Rasen wird vertikuliert. Ein paar Pflanzen haben es nicht geschafft, die wurden geliefert.
Die waren aber schon tot, als sie angekommen sind. Leider. Sehr, sehr ärgerlich. Ich habe mich gerade wieder selbst angesteckt mit dem Putzwahn. Er will gerade das Auto sauber gemacht. Jetzt nehme ich euch mal mit, was ich jetzt mache. Und zwar mache ich die vordere Hauswand sauber. Das hatte ich schon immer mal vorgehabt, hier vorne komplett sauber zu machen. Im Prinzip muss das ganze Haus sauber gemacht werden, weil die ganze Fassade dreckig ist. In allen Ecken ist irgendwie Spinnweben und etc. Ja, und heute wollte ich mal mit der vorderen Front anfangen. So wie man sieht, zum Beispiel hier vorne ist überall, da ist ganz viel Dreck. Und genau, das zieht sich so komplett weiter nach oben. So, auf dieser Höhe werde ich euch jetzt nicht mitnehmen nach oben, sondern ich werde die Kamera hier unten aufstellen. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Übrigens, falls mein Dachdecker jetzt gerade zuschauen sollte, bitte kein Herzinfarkt kriegen. Ich mache das Kupfer hier nur mit Wasser sauber. Der hat mich während der Bauphase oft genug darauf hingewiesen, dass man das Zeug hier nicht mit irgendwelchen aggressiven Mitteln oder egal was, Reinigungsmittel etc. Man darf es nicht einschmieren, denn das kann die Oberfläche beschädigen und dann im schlimmsten Falle wird dieser Schutz hier undicht. An der Stelle liebe Grüße gehen raus. Ich benutze nur reines Wasser. Wie man hier sieht, das ist ein Kupferelement und das haben wir überall, sogar die Garage da oben, mit Kupfer zugemacht worden und da auch. Super! Toll, ja, hast du auf mich gehört. Ja, toll. Ja. Was wir Bruno auch beigebracht haben, dass wir als erstes über die Türschwelle gehen. Okay. Einfach, weil der Rudelführer geht immer vor. Solche Dinge weiß man natürlich vorher nicht. Das habe ich mir alles in einem Welpenerziehungsbuch durchgelesen. Solche Dinge, da denkt man ja auch nicht dran, dass man vor dem Hund in die Tür reingeht oder ins Haus reingeht und so. Da muss ich gedulden und bis wir das Go geben. So, meine Lieben, ich würde das Video gerne an dieser Stelle beenden. Ich werde morgen die Kamera wieder mitnehmen. Ich habe gefühlt irgendwie nichts geschafft. Essen, ein bisschen aufräumen. Ja, so ist es halt. Nächstes Mal mache ich weiter mit der Kamera. Nehme ich euch mit und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.